Hallo, hallo! Da wären wir wieder bei The Last of Us Part 2. Ich geh wieder weiter mit Ellie in ihrem Flashback. Und jetzt haben wir noch eine Schmiererei bzw. einen Graffiti-Tag gefunden. Die Frau, die wir gefoltert haben, sie ist an ihrem eigenen Blut erstickt. Boah. Wir haben ein Geräusch gehört. Wir haben sogar noch eine Flasche hier. Hallo? Was? Die Versprengten, die sich ins Lager geschlichen haben. Sie wollten nur etwas zu essen. Versprengten? Wer sind denn die Versprengten? Komm raus, Arschloch. Das haut ein bisschen lauter Mann auf meinen Ohren. Ich höre nichts. Das Kind, das in die Explosion gerannt ist. Ich konnte es nicht aufhalten. Voll. Was nun? Irgendwas herstellen ist nicht. There is no light. Es gibt kein Licht. Aber es gibt Sachen zum Aufheben. Auf jeden Fall. Wir wollten das Leid beenden. Wir wollten die Menschheit retten. Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns geopfert haben, sagte unser Anführer, das ist es wert. Jetzt haben wir uns aufgelöst. Und nichts kann unsere Sünden mehr entschuldigen. Ich dachte, herzukommen würde wieder irgendwas in mir entfachen. Einen Sinn. Meine Eltern sind so gern mit mir hier gewesen. Es ist eine meiner frühesten Erinnerungen von vor dem Ausbruch. Vor der ganzen Grausamkeit und Brutalität. Diese Erinnerungen haben mich nur noch wütender gemacht. Ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Ich kann die Person nicht mehr ertragen, zu der ich geworden bin. Und das ist wahrscheinlich die Person, die hier liegt. So. Dämliche Fake-Viecher. Sei froh, dass es nur Fake-Viecher sind, genau wie der Bär. Gott, ein Wildschwein, meine Fresse. Wo kommt das denn her? Alter, mein Herz. Ich bin hier! Was war das denn? Nur irgendein Tier. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm. Genug ausgeruht. Weiter geht's. Dina liegt höchstwahrscheinlich noch immer draußen rum.
Wo ist sie denn hin? Ob sie schon raus ist? Was war das? Was für ein Sprung? Wo ist denn Dina? Ich sehe sie nicht. Sie hat ja nach oben geguckt, von daher glaube ich nicht, dass hier noch was ist. Üben. Wir können noch weiterhin Gitarre spielen, wenn wir das wollen, aber ich glaube, aktuell brauche ich es nicht. Ich brauche eher einen Weg hier aus. Vielleicht ist sie oben. Wenn wir oben nochmal nachgucken. Weil die Tür haben wir verbarrikadiert. Die ist ja immer noch verbarrikadiert, oder? Da können wir irgendwas machen? Nee. Wir können noch nicht auf die Dinger steigen. Na gut, dann. Gucken wir mal oben nach. Ja, sie hat den Aufnäher noch auf ihrem Rucksack. Mit der Rakete. What was that? Jetzt ballert die Sonne wieder auf dieses Fenster gegenüber von meinem Zimmer. Wundervoll. Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Das hilft. Hör mal. Letzte Nacht, das... Das war dumm. Verluste gemeldet in 14. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13. Einheit Beamer in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ. Keine Stars. Männliche Eindringlinge. Bewaffnet. Männliche Eindringlinge? Tommy, wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Okay. Gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Glücksbringer.
Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Richtig? Definitiv richtig. Da hätten wir geballert, da könnten wir durchaus richtig sein. Das muss Tommy sein. Woher weißt du das? Scheiße. Sie als... Ja, es ist Tommy, es ist Tommy. Wir haben doch überhaupt keine Ahnung, ob es Tommy ist. Wenn ich hier eindringe, es könnte jeder sein. Okay, jetzt sind wir erstmal mit Ellie wieder all alone. Bear you fangs. Sie halten uns für Schafe, zeig deine Zähne. Komm zur Washington Liberation Front. Ey, das ist die gleiche Typo, die auch das viele Cover hat. Und die ich auch für meine Thumbnails benutze. Eine Kugel. Nice. Nichts drin. Ansonsten... Waschmaschinen. Könnte Wäsche waschen, wenn ich schon mal hier bin, aber ich glaube, das steht gerade nicht zur Diskussion. So, wir stellen uns noch ein Medikit her, dann können wir nämlich das hier mitnehmen. Gut. Hier ist schon zerbrochen, also können wir rüber. Ich habe auch übrigens den Tipp von einem... Alter, ich bin massiv überstrahlt, aber ich will jetzt mein Rollo nicht runtermachen. Sonne dreht sich eh bald. Ich habe einen Tipp von einem Kommentator bekommen, vielen Dank dafür, dass ich ein Holster vergessen habe. In Seattle. Also in der Stadt. Und nun. Das ist jetzt leider halt so. Kann ich es jetzt im Nachgang auch nicht mehr ändern. Aber dann weiß ich es zumindest, wenn ich es nochmal spielen sollte, dass ich mich auf jeden Fall nochmal in der Stadt nochmal ein bisschen genauer umsehe. Weil, ja, ich hatte ja diesen Schlüssel bekommen und das hätte mich dann zu dem Holster geführt. Aber ich hatte das leider vergessen einzusammeln. Ich wusste nicht mehr, dass ich nicht nochmal zurückgehen kann, weil, ja. Ich habe gedacht, die Spieleentwickler sind so nett und lassen einen zurückgehen, aber nein. Verschlossen. Was ist hiermit? Eine Werkbank. Naja. Kann ich das nicht öffnen? Ich meine... Naja, gut. Munition schadet nicht. Dass man die Lampe immer so schütteln muss. Boris Legasov. Sunnyvale Bogenschießen, erster Platz. Okay, ein Schal. Und noch was. Das ist nicht schlecht. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Du bist der beste Clicker-Killer in der ganzen QZ. Süß. Vor allem so heroisch. Du bist der beste Clicker-Killer. Er hat den Bogen. Wir haben gar keinen Bogen. Ob wir noch einen Bogen jetzt finden in dem Spiel, frage ich mich. Weil im Vorgänger hatten wir einen Bogen. Vielleicht liegt ja so eine Leiche noch irgendwo hier oder so. Oder vielleicht liegt der Bogen irgendwo hier, wer weiß. So, was sagt mein Haushalt an Schräubchen? Hier könnte ich die Feuerrate erhöhen, ansonsten war's das. Feuerrate. Tausche die Hammerfeder aus, um die Feuerrate zu erhöhen. Plus 35. Ich glaube nicht, dass ich in dem Spiel so viele Schräubchen bekommen werde, dass ich alle Waffen upgraden werde. Ich glaube, das passt nicht. Aber mal sehen. Nee, ich spaß mir noch ein bisschen auf, um ehrlich zu sein. Ich würde gerne noch ein bisschen was in die Dings pumpen. In das Scharfschützengewehr. Vielleicht sogar Richtung Schaden oder so. Ah, jetzt.
Gut. Von hier kam ich, ne? Okay, aber ansonsten ist hier gar nichts mehr. Ich muss den Roller doch runter machen, ich sehe kaum was. Bis gleich. Jetzt bin ich hier ein bisschen dunkler ausgeleuchtet, aber ich denke mal, das ist okay. Man sieht mich ja noch. Ansonsten, wenn die Sonne halt die ganze Zeit auf meinen Monitor ballert, sehe ich halt vom Spiel nichts mehr. Und das ist relativ ungeil. Okay, lass mich mal nachdenken. Hier in dem Laden waren wir schon drin. Nee, hier waren wir drin. Hier aber noch nicht. So, was haben wir denn hier? Wir gehen erstmal hier alles durch, bevor wir irgendwo anders hingehen. Ah, eine Schere. Kann ich aber nicht mitnehmen, aber hinter mir liegt eine Pille. Noch eine. Noch eine. Was sagt denn mein Pillenhaushalt? 89. Gegner, die du im Lauschmodus siehst, werden deutlicher angezeigt. Genau, das war das. Wollte doch... Was ist das denn? Lautlose Kills werden schneller ausgeführt und bleiben eher unentdeckt. Hm. Hört die Haltbarkeit... Fertigter Schalldämpfer. Plus 50% Heilung. Ja. Will ich. Mehr Rauchbomben anfertigen. Inventarkapazität auf 4. Hm. Keine schlechte Idee. Aber Lauschmodus, Bewegungsgeschwindigkeit. Nehme ich mal das noch. Weil hier, du überlebst normalerweise tödlichen Schaden mit geringer Gesundheit und hast eine Möglichkeit zur Flucht. Ja, das will ich. Aber dazu brauche ich noch mal ein bisschen mehr Pillchen. Ah, guck mal, hier liegen noch welche. Perfekt. Okay, aber ansonsten ist hier nichts mehr. Da war ich schon drin. Das sind wieder die BLF-Rules. Aber die kennen wir schon. Da haben wir noch Flüssigkeit. Ansonsten. Brauche halt noch eine Nahkampfwaffe. Ich habe halt keine. Sonst würde ich gerne ein Nahkampfwaffen-Upgrade durchführen, aber ja, mir fehlt dazu einfach die nötige Nahkampfwaffe. Und hier war ich schon. Achso, hier war ich doch. Ich hab gedacht, okay. Guck mich hier nochmal um, aber ja, hier war ich. Bin etwas verwirrt. Gut. Nee, ich glaube, das war's hier. Wie komme ich da hoch? Scheiße. Wer sind die denn? Sind es die WLF? So viele von diesen Arschlöchern. Halt durch, Tommy. Wo wollen die denn hin? Die hauen einfach ab. Urs. Wolves sind ins Federer Hauptquartier eingebrochen und haben die Namensliste gefunden. Sie sollten bereits an Türen klopfen und nach Soldaten suchen. Ich werde mich nicht in meiner eigenen Stadt exekutieren lassen. Ich will versuchen, unter neuem Namen zurückzukommen, wenn sich alles beruhigt hat. Ich konnte Alfie nicht finden. Ich habe sein Futter hinter dein Haus gestellt. Graul ihn bitte ordentlich von mir, falls ich nicht wiederkomme. Er hat dich und Sophia immer sehr geliebt. Yolanda. Hier, da kann ich durch. Aber sonst ist hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Ich glaube nicht.
Okay. Ich war in dem Gebäude jetzt drin. Ich versuche die ganze Lage nochmal so ein bisschen zu screenen. Ist hier in der Gegend noch irgendwas? Kann ich hoch? War denn da? So, ein Stein. Ich habe gedacht, irgendwie was Wichtiges noch, aber nö. Ah, oh, noch mehr Schere, Mann. 8 Pillen, die nehme ich mit. Ist auch voll. Schrotmunition, jawoll. Noch ein paar Pillen. Nehme ich gerne mit. Aber das war's dann auch. Ein Zettel ist hier noch. Boris. Wo sind wir hier nur hineingeraten? Die Wolves haben. Sollten alles besser machen. Das Militär hat alle Vorräte gehortet, hat bestimmt, was wir sagen dürfen und was wir tun sollen. Und bisher machen die Wolves genau dasselbe. Und jetzt sollen auch noch alle ins Stadion umziehen? Was? Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Ich habe hier den Ausbruch überlebt. Ich ziehe nicht in ein Flüchtlingslager, in dem mir irgendein Arschloch sagt, wann ich mir den Hintern abwischen darf. Das hier ist mein Zuhause. Wir brauchen einen Plan. Wir dürfen uns damit nicht abfinden. Uli. Ist denn dieser Boris? Das ist einer von den WLF, aber ich glaube nicht. Obwohl, könnte vielleicht sein. Aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr für mich, weil da hoch komme ich nicht. Und irgendwie durch das Gebäude geht auch nicht. Na gut, also dann. Was denn dieser Jauche hier ist? Ich glaube nicht. Gut, dann durch das Gebäude hier. Verdammt. Komm ich da rein? Muss doch einen Weg geben. Vielleicht von der anderen Seite aus. Da hoch. Oh, eklig. Was wir nicht alles tun müssen. Yeah. Hier gibt's guten Loot. Vor allem Munition, die brauche ich dringend. So viel Krams, aber ich. Alles ist voll. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich kann nichts herstellen, ich brauche nichts. Ich werde halt zugeschmissen, aber ich kassiere keinen Schaden. Munition brauche ich halt immer. So, der Rest. So an Hilfsmitteln, um Sachen herzustellen. Nope. Okay, hier war außer dem Durchgang sonst nichts. Okay, hier ist auch kein Zettel irgendwie zum Lesen noch. Aber das war's. Dann. Hier rüber. Ein Loch in der Mauer, war ich da schon? Ach, das war diese Buchhandlung hier, ne? Stimmt, hier war ich drin, ja. Ja, ich bin dann auf der anderen Seite über den Zaun. Bisher sehe ich noch keinen, aber ich denke mal, das wird nicht lange dauern. So ein Quatsch. Wir
Augen auf, falls er hier lang kommt. Da ist was. Scheiße. Los rein, ja. Gut, Mädchen. Hat er eins gedrückt, um seine Fährte zu sehen? Aus der Schule zu tun? Wäre ein echt irrer Zufall, wenn nicht. Ich hasse diese kleinen Gruppen. Große Gruppen kämpfen. Diese Einzelgänger verstecken sich nur. Verstanden. Finden wir ihn und dann nach Hause. Und? Weiter. Da war was. Wir überprüfen das. Los, Mädchen. Den nehmen wir noch mit. Sorry, aber der Hund muss sterben. Echt knapp. Lass sie aus! Junge. Was zur Hölle? Jetzt komme ich zumindest mal dazu, Medikits zu gebrauchen, weil ich habe die ganze Zeit zu viel von allem. Kann ich mal wieder was einsammeln. Kuckuck. Okay, wo bist du? Okay. Waren das jetzt alle? Hoffe doch. Mal nachladen. Alle gemördert. Die Waffe ist voll? Dann sollte ich die vielleicht mal benutzen. Ich meine, voll ist nicht schlecht. Ich meine, volle Waffe bringt mir mehr als eine leere. Aber heftig. Okay. Bin hier... Muss ich mich gerade wieder ein bisschen orientieren, wo ich bin? Ah, der Hund hat mich ja hier durchgejagt, ne? Beziehungsweise ich habe mich ja dann erstmal verstecken müssen. Deswegen konnte ich erstmal nichts looten, aber... Das ist voll. Was haben wir denn noch so? Eine fette Tresortür, die ich nicht aufkriege. Stimmt, ich habe doch eine Axt. Yeah.
Klebeband. Jetzt habe ich sogar die Axt noch ein bisschen tödlicher gemacht. Hahaha. Okay, ich glaube, in diesem Gebäude war ich schon. Habe ich alles abgesucht. War doch ein Durchgang, oder? Ja. Zip. Genau, hier habe ich mich dann reingesneakt. Und hier haben sie mich dann erstmal belagert. In die Ecke gedrängt haben sie mich. So, und dann gibt es noch hier das Gebäude. Auch alles verbrannt und kaputt. Nur noch Mittel zum Ablenken. Hier hätte ich halt schön mich durchschleichen können. So ungefähr. Aber das hat ja dann irgendwie keinen Sinn mehr gemacht, nachdem mich die Leute ja eh entdeckt haben. Eine habe ich Stealth gekillt und dann kommen sie alle und wollen Blutrache. Na cool. Brauche ich, um mir neue Medis herzustellen. Also Medikits. Da ist noch was. Okay, das ist wieder so ein Ziegelstein. Da ist noch was. Gut, nichts drin. Auch nicht verkehrt. Okay, ich glaube, das... Ups. Ich glaube, das war's im Großen und Ganzen hier. Dann gehen wir mal hier durch. Jetzt auch noch so mit Hunden ankommen und alles, ne? Und dass die meine Werte wittern. Das ist heftig. Ich wette, das ist zu. Ne, es geht auf. Die brauche ich. Keine Ahnung. Easy. Okay, nice. Was ist das? Verdammt, was ist das? Eine Art Bombe? Sprengfallen explodieren, wenn Gegner sich nähern, drücke R2, um sie abzulegen. Wir können jetzt Sprengfallen herstellen? What? Das ist ja sehr geil. Ein Snack. Eine Sprengfalle, awesome. Was brauchen wir denn, um eine Sprengfalle herzustellen? Ah. Flüssig, also was? Rezept erfordert Kanister und Sprengstoff. Ja, Kanister haben wir. Können wir sogar noch einen herstellen. Tada. This is nice. Ich glaube, das lohnt sich wahrscheinlich dann bald einzusetzen und höchstwahrscheinlich werde ich es bald brauchen. Ich habe noch ein paar Schräubchen gefunden. Geht damit noch was? Ich hätte nämlich hier Schaden. Also bei der Waffe würde ich gerne den Schaden erhöhen, aber ich habe nicht genug Schräubchen. Leider. Wo ist noch ein Zettel?
Horus, es tut mir so leid. Es ist entsetzlich, was die Wolves Sophia angetan haben. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe die ganze Stadt angestachelt, dass wir uns gegen die Wolves behaupten müssen. Als sie damit anfingen, ihre Regeln zu übersprühen, habe ich sie nicht vehement genug davon abgehalten. Ich habe es vor dir verheimlicht. Ich dachte, sie würden aufhören. Ich weiß, dass du dich an den Wolves rächen willst. Glaub mir, mir geht es genauso. Aber das können wir nicht machen. Noch nicht. Wir müssen clever sein. Warten wir, bis sich alles beruhigt hat. Die Leute wollen wissen, wie wir damit umgehen und werden sich dabei nach dir richten. Du warst hier nach dem Ausbruch ein Anführer. Muss wieder ein Anführer sein. Lass nicht alles umsonst gewesen sein, wofür wir gekämpft haben, Uli. Ein weiterer Brief von Uli an Boris. Noch mehr Schräubchen. Ich will nochmal gerade an der Werkbank auschecken, wie viele Schrauben ich denn überhaupt noch brauche für das Upgrade. Ersetze den Lauf mit stärkere, um stärkere Schüsse abzufeuern. Plus 25 Schaden. Ich meine, die meisten sterben natürlich durch den Kopftreffer, aber ich weiß nicht, was für Infizierte nachher noch auf mich zukommen. Und dann habe ich zumindest die Chance, sie mit ein bisschen mehr Schaden direkt niederzustrecken. Hoffentlich. Kapazität ist natürlich auch keine schlechte Idee. Dann kann ich nämlich mehr Munition aufnehmen, weil vorhin konnte ich das nicht. Weil die Waffe hat nur 3 Schüsse. Ja, komm, dann gehen wir auf Magazin und dann kann ich, wenn ich nochmal Munition finde, die mitnehmen. So, das Gewehr ist bisher meine stärkste Waffe. Aber auch mit den meisten Upgrades. Gut. Aber wir machen jetzt hier erstmal Schluss für heute, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von The Last of Us Part 2. Dann werden wir uns weiter auf die Suche nach Tommy machen und weiteren WLF-Leuten höchstwahrscheinlich begegnen. Mal sehen, wie wir uns schlagen werden und ob wir diese Reise überleben werden. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei The Last of Us Part 2.